Jetzt sind wir schon alle ganz gespannt. Ich bin immer der, der Ruhe sagen darf, aber ich muss jetzt erstmal die neue Hirschklasse machen. Lob. Wir haben schon Lob von den Klassenlehrerinnen. Im Klassenzimmer waren sie viel ruhiger wie in der Kirche. Pfarrer sagen. Vielleicht können wir noch ein paar Hirschen und Frau Wendel mal auslegen. Okay, jetzt hört ihr, seht ihr die Music Line. Und zwar die leitet die Frau Arnold, Frau Hirschle. Und die Frau Arnold hat gerade nicht aussuchen müssen. Das ist ein tolles Spiel in dem Stück. Da sind Schüler der Klasse 2, 3 und 4. Und sogar einer der Menschen sagt, Klasse ist in der 5. Schön, dass du auch nochmal dabei bist. Und vielleicht seid ihr nächstes Schuljahr auch schon in der Music AG und begrüßt dann die nächsten Hirschklässler, die kommen. Sind wir gespannt? Mit wem sagt das, glaube ich, an? Deine Freund, du bist doch mit Michael zusammen. Ich erkenne es gar nicht, die sind alle so toll geschminkt da. Auch vielen Dank, die den Eltern, die geholfen haben. Sind wir gespannt, 30 Minuten, und da seht ihr, was man in 30 Minuten, was man da alles lernen muss und auch schon als Zweitklässler dann frei sagen kann. Viel Erfolg, und ich bedanke mich jetzt schon mal, aber nachher richtig. Vielen Dank, Frau Schmidt, vielen Dank, Frau Abel. Was wir heute unternehmen. Hoffentlich machen wir einen tollen Ausflug.
Oh ja, natürlich machen wir einen Ausflug. Wir werden die Gegend auskundschaften, aber ihr wisst ja, dass der Löwe sehr gut vorbereitet sein muss, bevor er sich in fremde Reviere begibt. Deswegen trainieren wir jetzt erstmal, was ein Löwe, der groß und klug werden will, so alles können muss. Gut, fangen wir an mit unseren kleinen, nagelfeinen Ohren. Wir lernen, wie wir unsere Ohren stellen, damit wir genug hören, was um uns herum passiert. Unsere Ohren sind wichtig beim Aufspüren von Beute. Außerdem sollten wir hören, ob sich ein Fremder in unserem Revier aufhält. Dann lernen wir, wie geräuschlos ein Löwe schleichen muss, damit ihn niemand hört. Ich höre den Wind. Ich höre eine Grille. Ich höre das Gras. Ich höre nichts. Vielleicht solltest du dir da mal die Ohren putzen. Dann lernen wir, wie geräuschlos ein Löwe schleichen muss, damit ihn niemand hört. Sehr wichtig ist es natürlich, schnell zu sein. Wer rennt am schnellsten? Und wie schlagen wir Feinde in die Flucht? Ich weiß es, wir fauchen und schlagen mit dem Pranker auf den Boden. Genau, na dann zeig mal, wie gefährlich ihr aussehen könnt. Wichtig wäre noch, wie wir unsere Krallen schärfen, damit wir unsere Beute besser festhalten können und die Bäume besser hochklettern können. Ich denke, das reicht erstmal. Nein, brüllen müssen wir noch. Ein Löwe kann ganz doll brüllen. Bevor wir losgehen, könnt ihr noch spielen. Na also. Meine lieben Löwinnen und Löwenkinder. Guten Morgen, Löwenkönig. Was gibt's zum Frühstück? Mein armer kleiner Magen hängt schon völlig im Sand. Was der König wünscht? Na dann mache ich mal eine klitzekleine Bestellung. Zur Vorspeise bestelle ich Zebraburger, Big Fat. Aber bitte um dieses lästige Grünzeug und eine Riesenportion Pommes. Zur Hauptspeise könnte ich mir Antilopenhaxen, Zebra-McNuggets und paniertes Wüstenfuchsschnitzel gut vorstellen. Bei dieser Hitze kann man sich gar nicht konzentrieren. Schon besser. Zur Nachspeise bestelle ich 13 Kugeln, feinstes Wüsteneis, Büffelgeschmack mit frisch geschlagener Sahne. Doch, das klingt gut. Und wann wird serviert? Das dauert noch einen kleinen Moment. Wir müssen erst auf die Jagd. Na dann, hopp, hopp, ich hab Hunger. Einfach prima, der Boss zu sein. Ich bin der Schönste, ja der Größte, der Tollste und der
wartet. Ich komme! Mist, nur wegen dem König machen wir keinen Ausflug. Jetzt müssen die Löwen kochen und dem König das Essen servieren. So wie er heute gelaunt ist, meckert er wieder ständig rum, frisst den ganzen Tag und er will dies und das und wir können nicht weg. Wir können nur machen, was wir wollen, wenn er schläft. Nachdem er die letzten 2 Tage fast nur geschlafen hat, wird er heute wohl einigermaßen wach bleiben. Er ist sehr voll und gefräßig, befiehlt nur, arbeitet nicht und hat trotzdem nie Zeit für uns. Glaubt ihr, alle Löwenkönige sind so? Nein, das glaube ich nicht. Vor allem glaube ich nicht, dass es so einen König gibt, der so wenig kann wie unser König. Stimmt das wirklich wichtig ist hier zum Leben? Hier lernen wir von unseren Müttern. Oder habt ihr schon mal gesehen, wie der König abgewaschen hat? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht mal, er kann einen Spiegel einbraten. Und uns wird er verhungern und er weiß es nicht mal. Ich glaube nicht, dass alle Löwenkönige so sind. Löwenkönig ist. Aber wie? Ich habe eine Idee. Das wird lustig. Ich freue mich jetzt schon drauf, was der ein Gesicht macht. Thank you.
Wie lecker das wieder war. Die Mädels können wirklich gut kochen. Und jetzt ein gemütliches Verdauungsschläfchen. War das schön. Steaks in Hülle und Fülle. Ich denke, es ist Zeit fürs Mittagessen. Du tust, was wir wollen? Ja, was ihr wollt.
tun. Was wollt ihr? Wir wollen, dass der König auf die Jagd mit uns geht. Der König soll nachkommen. Der König könnte mal um die Kinder aufpassen. Und ihnen zeigen, was ein richtiger Löwe so alles können. Und mit uns Ausflüge machen. Und mit uns spielen. Wir wollen auch mal bestimmen und auf dem Thron sitzen. Du musst uns beschützen. Oh je, das ist aber viel. Das schaffe ich nicht. Und wenn du König bist, dann solltest du unser Revier beschützen, damit wir auch mal ruhig schlafen können. Ich soll Wache schieben? Seid ihr verrückt? Mein Schlaf ist heilig. Nein, das will ich nicht. Das ist mir alles zu viel. Dann lassen wir dich mit der Maus alleine. Nein! Ich tue, was ihr sagt. Ich werde alle Forderungen erfüllen. Versprochen? Versprochen. Großes Ehrenwort. Gut, dann helfen wir dir. Ist sie weg? Ja! Danke, bin ich froh. Darf ich auch mal auf den Thron? Auf den Thron? Nein, also, das geht nicht. Das ist mein Thron. Aber versprochen ist versprochen. Wenn's sein muss. Ich will auch mal hoch. Echt toll, Junge. Kannst du uns bitte mal etwas Wind zufächern? Es ist schrecklich heiß. Hey, weitermachen! Endlich haben wir einen richtigen König.
Ja, liebe Musical AG, vielen Dank. Es war ganz, ganz toll. Herr Hirschleff, Herr Arnold, kommen Sie bitte auch auf zu Ihrem Team. Der Herr Kloß vom Schulförderverein ist auch hier, der erste Vorsitzende. Herr Kloß, ich glaube, Sie stimmen mir zu. Die nächste AG-Stunde versüßt man mit einer Pizza. Ja, und zwar nicht nur für die Königin, sondern für alle. Die große Partypizza. Und Herr König, die sind auch noch ein Getränk dazu. Also herzlichen Dank, das war ganz toll. Ihr dürft noch hier auf der Bühne bleiben, wir schießen vielleicht auch noch ein ganz gutes Foto. Dann gebe ich das wieder zurück in die Klassenzimmer mit ihren Lehrerinnen. Und wenn die Klassen im Klassenzimmer sind, wartet einmal noch.